Ja, heute ist ja eine der wichtigsten Schlüsselqualifikationen für jede Führungskraft, aber auch für jeden Projektleiter, Teamleiter etc. ist es, dass er die Menschen überzeugen kann, dass er seine Produkte oder seine Technik oder seine Dienstleistung verkaufen kann. Und was da immer wieder zählt, ist die persönliche Wirkung, das Auftreten, das Präsentieren, das Sprechen. Das heißt, es geht bei mir um persönliche Wirkung, um Rhetorik und Präsentation, vor allem Präsentation. Also ich komme ja selber aus der Werbung und was da immer ein ganz wichtiges Thema war, das sind die Wettbewerbspräsentationen. Das heißt, mit einer Präsentation entscheidet sich für die Agentur, ob sie den Auftrag gewinnen oder nicht. Das Gleiche gibt es in Architektur und anderen Bereichen ganz genauso. Das heißt, 5, 6, 7 Agenturen präsentieren, ein einziger bekommt den Zuschlag. Da wird es natürlich umso bedeutender, dass diese Präsentation gut gemacht ist. Und ich habe selber früher ganz am Anfang gemeint, naja, es ist die Kampagne, es sind die Ideen, es sind die Inhalte, die Konzepte, die überzeugen. Die sind nicht unwichtig, ganz klar. Aber ein gutes Konzept alleine reicht nicht, sondern es ist immer die Art und Weise, wie es jemand rüberbringt, wie da jemand ankommt, auftritt, überzeugt, sympathisch ist, kompetent wirkt, glaubwürdig wirkt und so weiter. Naja, der Begriff PowerPoint-Präsentation führt eigentlich in die Irre. Denn die Präsentation ist nicht PowerPoint, ist nicht das, was da auf der Wand projiziert wird, nicht die Folie, die Slides, sondern was eigentlich das Entscheidende ist, ist der Mensch, der da vorne steht. Wäre es nur die Folie, naja, dann könnte ich sie per E-Mail verschicken, was übrigens leider in manchen Unternehmen gemacht wird. Und das ist sicherlich nicht das Richtige, denn diejenigen, die bei einer Präsentation teilnehmen, die wollen ja genau das mitbekommen, was so zwischen den Zeilen ist. Das heißt, anhand der Körpersprache, anhand der Stimme, anhand des Auftretens, anhand der Rhetorik, anhand, ja, Sie kennen den alten Spruch, du kannst den anderen nur entzünden, was in dir selbst brennt. Die wollen einfach erleben, dass derjenige, der das präsentiert, auch selbst von der Sache überzeugt ist. Papier ist geduldig, das wissen wir alle. Und das sind Folien von PowerPoint auch oder Keynote oder was auch immer. Das Entscheidende ist der Mensch, der da vorne steht und der muss überzeugen. Wenn es reicht, nur die Inhalte, das ist genauso wie mit einem Buch. Ich meine, es gibt seit Jahrhunderten Bücher und es gibt sehr gute Bücher und auch ich habe ja schon Bücher geschrieben. Aber das Entscheidende ist, Lesen alleine reicht nicht. Oder auch im Internet nur die Sachen sehen und vielleicht auch noch vom Band hören, das alleine reicht nicht. Viel wichtiger ist, dass ich den Menschen vor mir habe, dass ich mit dem kommunizieren kann, interaktiv kommunizieren kann, Fragen stellen kann, Körpersprache beobachten kann. Und eins darf man nicht vergessen, Sie kennen vielleicht den Spruch, ich kann denjenigen gut riechen oder die Chemie stimmt. Und das hat tatsächlich mit Geruch zu tun, mit dem unbewusst wahrzunehmenden Sexualduftstoff. Und der muss auch dabei sein. Wenn der nicht da ist, den können Sie noch nicht, vielleicht wahrscheinlich nie, übers Internet wahrnehmen. Da gibt es viele Sachen, die natürlich immer wieder falsch gemacht werden. Was zum Beispiel eine ganz typische Sache ist, dass jemand unbewusste, unbeabsichtigte Gesten macht. Das geht los beim Politikerzeigefinger, den wir auch aus der Schule oft schon kennen und durchaus hassen. Das geht über eine Berührung der Nase im falschen Moment, die das ganze Gesagte unglaubwürdig macht. Das geht über unangenehme Gesten, wie zum Beispiel, wenn eine unangenehme Frage kommt, dann kann plötzlich der Igel hier kommen oder so eine wegwerfende Geste, was auch immer es ist. Das heißt, viele machen unbewusste Gestiken. Das andere, was oft passiert, sind auch ja, unbewusste Füllwörter, das altberühmte oder auch Leute, die irgendeine Angewohnheit haben. Ich habe zum Beispiel mal eine Mitarbeiterin gehabt, die hat jeden Satz mit ja, nein begonnen. Das hatte nichts mit dem Satz zu tun, aber es war einfach drin. Oder es gibt auch Leute, die sagen immer wieder, ich sag mal oder wie gesagt, obwohl sie es noch gar nicht gesagt haben. Das heißt zu Füllungen. Das sind Sachen, die in der Persönlichkeit sind. Da gibt es natürlich noch viele, viele mehr in der Körpersprache, in der Mimik, in der Stimme, in der Sprechweise. Dann geht es aber, wenn wir jetzt beispielsweise in eine Präsentation reingehen oder auch in Meetings, Bewerbungsgespräche, Kunden- und Verkaufsgespräche, dann ist es oft auch eine mangelnde Vorbereitung. Das heißt, viele Leute gehen heute her und sagen, naja, wird schon gut gehen. Und schreiben vielleicht bei einer Präsentation beispielsweise ein paar Sachen in die Folien rein. Und das ist die ganze Vorbereitung. Das reicht nicht. Sondern ich muss natürlich das Ganze auch einstudieren, ich muss es üben. Und da kommt was ins Spiel, was viele meiner Kollegen auch sagen, naja, wenn du nicht der Typ bist für Körpersprache, dann lass es lieber, sonst fühlst du dich nicht wohl. Wenn du nicht der Typ bist für lebendiges Sprechen, dann lass es lieber, sonst fühlst du dich nicht wohl. Eine Präsentation ist keine Wohlfühlveranstaltung. Eine Präsentation ist harte Überzeugungsarbeit. Und wenn ich nicht der Typ bin für Körpersprache, dann muss ich daran arbeiten.
Wenn ich mit Amerikanern oder Engländern rede, muss ich auch Englisch lernen. Das geht anders nicht. Das heißt, ich muss in allen Kanälen etwas tun. Ich kann aber nicht, wenn ich sonst nie Körpersprache einsetze, mich vor Publikum stellen und denken, und jetzt mache ich es einfach mal. Sondern da gehört ein Übungsprozess dazu, so wie Sie eine neue Sprache auch lernen. Und das meine ich mit einmal mit Üben und mit dem Thema Erfahrung, Vorbereiten, immer an sich arbeiten. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und über viele dieser Möglichkeiten spreche ich oder bringe die in mein Seminar. Es macht keinen Sinn, einen billigen Trainer einzukaufen und die Zeit der Mitarbeiter zu verschwenden. Aber es ist vor allem das Thema, wie lange können Sie Unternehmen es sich erlauben, dass ein Vertriebler nicht mehr im Vertrieb ist, dass ein Projektleiter am Projekt eben fehlt für 2-3 Tage. Und das ist natürlich wieder das alte Thema mit der Säge schärfen, denn da ist immer der Alltag da und das hat nichts mit Krise zu tun, sondern das ist immer, der Alltag ist da und man denkt zu wenig darüber nach, die Säge mal wieder zu schärfen, sprich die Teilnehmer mal wieder ins Seminar zu schicken. Und dieses Mal wieder ist auch die Traurigkeit. Ich erlebe es immer wieder, dass Teilnehmer zu mir in einem Präsentationsseminar beispielsweise kommen oder in ein Seminar zur persönlichen Wirkung und sagen, ja, wissen Sie, ich habe sowas in den letzten 10, 15 Jahren ja schon 2-3 Mal gemacht. Jetzt stellen Sie sich nur eines Mal vor, in 15 Jahren 2-3 Mal so ein Seminar gemacht. Stellen Sie sich nur mal jetzt im Vergleichsweise dazu vor, ein Fußballtorwart würde in 15 Jahren 2-3 Mal ein Training machen. Oder ein Sänger würde vor seiner Tournee 2-3 Mal trainieren. Das heißt, die ganze Denkweise insgesamt ist da natürlich dieses Problem. Und da haben wir im Moment durch die Krise eine kleine Verbesserung, weil die Leute Zeit haben. Nachhaltigkeit ist natürlich immer so eine Geschichte, weil der Trainer kann da nur einen Teil dazu beitragen. Gefragt ist insbesondere bei meinen Themen vor allem der einzelne Teilnehmer. Und sobald er in seinem Alltag gefangen ist und nicht die Freiräume eingeräumt bekommt, ist es wieder schwierig. Was ich beispielsweise Unternehmen empfehle, es wird leider selten umgesetzt, aber was ich Unternehmen empfehle, ist, nach so Seminaren, die durchaus auch ab und zu stattfinden sollten, vielleicht 2-3 Mal im Jahr, eine regelmäßige Einrichtung im Unternehmen einzurichten, wo trainiert wird, wo in der Gruppe trainiert wird. Da braucht man keinen Trainer von extern, da braucht man einfach 1-2 Mal im Monat 2 Stunden Zeit, wo sich die Mitarbeiter treffen, nach bestimmten Vorgaben, da gibt es Konzeptionen dazu, und dort einfach gemeinsam üben. Denn ohne Üben wird man nicht besser. Sprache kann ich auch nicht lernen, ohne sie zu üben, zu lernen.